das Witzige an dem Song Licht ist, glaube ich, dass wir ihn eigentlich vor Corona, direkt vor Corona geschrieben haben. Und er fast schon prophetisch auf diese ganze Corona-Zeit passt. Und ich weiß noch, wir saßen im Studio und wir hatten schon fast alle Songs vom Album. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, es fehlt noch so ein Song, der irgendwie jemanden abholt, der gerade in einem Loch ist. In dem Song geht es um Masken, es geht darum, alleine im Zimmer zu sein, es geht darum, isoliert zu sein, es geht darum, irgendwie sich in der Zeit zu befinden, wo man irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels sieht. Und für diese Person haben wir diesen Song geschrieben und dann irgendwie Paar Wochen später ist dann das ganze Corona-Ding. Ja, also echt witzig. Ursprünglich so, die Idee war wirklich einfach, wir haben gesehen, es gibt so viele junge Menschen, die komplett verzweifelt sind, die sich total einsam fühlen, die sich überhaupt von niemandem verstanden fühlen und die überhaupt keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Und diese Menschen werden total oft einfach übersehen von uns, weil wir selber überfordert sind mit den Fragen, die ihnen so buchstäblich ins Gesicht geschrieben stehen. So. Und dabei würde jemand, der diesen Leuten einfach mal in die Augen schaut und zuhört, ihnen oft so gut schon tun. Und oft suchen diese Menschen ihr Glück in Beziehungen zu anderen Menschen, werden von denen dann noch mehr enttäuscht und noch mehr verletzt, was zu einer noch größeren Einsamkeit und Verzweiflung führt. Für diese Menschen wollten wir Licht schreiben, wollten wir diesen Song schreiben und wollten mit dem Song ein Lied schreiben, das diesen Leuten ein Bild davon zeichnet, dass es immer Hoffnung gibt, egal wie man sich fühlt und egal wie die Umstände aussehen. So. Was mich an Gott fasziniert, ist, dass er immer genau versteht, wie ich mich fühle. Es gibt keine Person im Universum, die mehr Verständnis für mich hat als Gott selber. Er hat sogar mehr Verständnis für mich und meine Fragen und meine Schwächen, als ich selber für mich habe. Warum? Weil er jeden prägenden Moment meines Lebens dabei war und anders als ich, kann er sich auch noch an jeden prägenden Moment meines Lebens erinnern. Und anders als ich, kennt er auch jeden Hintergrund von diesen Momenten, an die ich mich teilweise nicht mehr erinnern kann. Ja. So, und außerdem, er war selber Mensch. So. Er weiß genau, wie es sich angefühlt hat. Weil er sich selber so nach uns Menschen gesehnt hat, hat er sich in unsere Position versetzt und weiß genau, wie sich die Scheiße anfühlen kann, in der wir hier manchmal sitzen. So. Er ist mit uns in jedem auch noch so dunklen Moment. Und wo er mit uns ist, gibt's immer Hoffnung. Wo Jesus mit uns ist, gibt's immer Licht. Denn du bist mein Licht. Davor am Horizont. Und dann seh ich dieses Licht. Ich weiß, dass da was kommt. Und dann seh ich dieses Licht. Am Horizont. Und dann seh ich dieses Licht. Na 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 na. Na 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 na. Mehr brauch ich nicht. Na 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 na. Unten gibt es noch weitere Infos und Videolinks. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch super gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir würden uns total freuen. Oder schreibt uns einen Kommentar, dann können wir uns ein bisschen mit euch connecten. Und damit ihr kein Video verpasst und immer up to date bleibt, abonniert doch gerne unseren Kanal. Be blessed!